Da sind wir wieder. Eine neue Runde. Diesmal Monster. Monster, eine Strecke, die ich sogar kenne. Eigentlich müsste man hier einen Wagen nehmen, der eine höhere Topgeschwindigkeit hat. Ich persönlich mag es aber nicht so. Ich habe lieber viel Abtrieb. Hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass ich ohne Fahrhilfen fahre, denn gerade bei so einem Formelwagen, wenn du da voll aufs Gas trittst, da brauchst du schon ein bisschen Abtrieb hinten. Und wenn du da keinen Abtrieb hast, dann verlierst du die Kontrolle. Hast du Traktionskontrolle drin, dann rettet die vielleicht noch was, aber ohne ist das wesentlich schwieriger. Und da ist es mir lieber, dass ich auf der Geraden ein bisschen langsamer bin, vielleicht 10 Stundenkilometer langsamer. Aber dafür dann. Übrigens, wir fahren einen McLaren. Aber dafür dann in den Kurven schnell und sicher. So, da vorne zieht direkt einer weg, der hat anscheinend ein anderes Setup als ich. Ja, das war schon mal perfekt. Ja, Rundenzeit ungültig ist natürlich nicht so geil. Ich bin extra langsam gefahren. Ich habe das nicht so gerne, wenn andere Leute vor mir fahren. Da kann ich so wenig sehen. Dann werde ich wahrscheinlich diesmal ganz hinten fahren. Zumindest am Start. Oh, so schnell kann ich gar nicht durch. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das reicht. Und hier ist keine DRS-Zone, was ist da denn los? Das ist doch nur gerade, warum kein DRS? Yes! Keine Zeit. Nicht gut. Wirklich nicht gut. Guck mal, mein Teamkollege ist sogar der, der im letzten Rennen gegen mich verloren hat. Von daher werde ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Beste sein. Finde ich gut. Also der Beste aus meinem Team, natürlich. Ganz vorne dabei Scuderia Ferrari. Dahinter Lotus F1. Aber krass, wie eng die ersten beiden Zeiten beieinander sind. Generell, die ersten fünf Zeiten, finde ich, sind relativ eng beieinander. Und dann so der sechste über 15 Sekunden. Und dann alle anderen haben abgekürzt. Aus Versehen. Das sagt mir also, ich muss doch früher bremsen, als ich dachte. Und vor allen Dingen brauche ich ein bisschen Blick auf die Schikane. Das ist halt der Nachteil, den ich hier auch merke im Vergleich zu Gran Turismo. Du sitzt halt tiefer. Wo du tiefer sitzt, siehst du nicht so viel von der Strecke, die vor dir kommt. Weil der Winkel flacher ist. Und vor allen Dingen sind die Curbs auch hier nicht so hoch wie bei Gran Turismo in der Anzeige. Ja, schließ mich an, pack mir mein Lenkrad rein. Gib mir. Oh, schöner Wetterbericht, 28 Grad. Das wird warm im Cockpit. Auf Spieler warten, auf Spieler warten, auf Spieler warten. Ja, Schnellsetup kennen wir bereits, haben wir ganz ordentlich. Und wie immer, so wie es mir besser gefällt, die weichere Mischung nehmen wir natürlich. Die uns volle Leistung verspricht. Was soll man da groß machen, außer auf die Strecke? Wir fahren gleich raus. Mach dich bereit. Und los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, Legen wir welche los. Position kriege ich denn? Wonach wird entschieden, welcher Abkürzer wo steht?
Oh, ich stehe auf 8. Okay. Das geht ja noch. Wahrscheinlich, weil ich der erste Abkürzer war, der irgendwie hier reingekommen ist. Oder einer der ersten. So, versuche ich mich nach vorne zu schleichen mit Curse oder lasse ich es erstmal sein? Versuche ich vielleicht lieber hinten zu bleiben und nicht in die Schikane reingeschoben zu werden. Mal gucken. Fängt ja gut an, wie sie hier alle rechts und links rausziehen. Ja, das lief ja toll. Ja, Alter, würde ich ja gerne. Wenn die Leute hier nicht so. What the fuck, Mann? Wieso bremst? Kollision. What the fuck? Weißt du, als hätte ich die Kollision verschuldet. Die eine, als ich langsam war und der mir reingefahren ist, okay, kann ich ja noch nachvollziehen. War aber auch so chaotisch, dass ich da nicht gucken konnte, wohin. Ja, aber gerade eben, das war ja sowas von seine Schuld. Der bremst einfach ab in der Kurve. Hallo, das ist eine Vollgaskurve. Ne, ohne Shit kann ich hier überhaupt nicht durch. Ohne neuen Flügel, guck dir das mal an. Nee, komm, da würde ich jetzt gerne mal zugucken. Da muss ich wahrscheinlich auf Session aufgeben gehen. Man kann nicht zugucken, oder? Doch, mit 18 könnte ich jetzt zuschauen. Okay, gucke ich doch mal dem zu, wegen dem ich hier rausgeflogen bin. Das ist er nicht. Die Verbindung zu dem Lappen wurde getrennt. Weißt du? Mann, Junge, wegen dem habe ich jetzt. Ich suche mal eine neue Lobby und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, tschüss. So, da sind wir wieder, steigen gerade in unseren schicken Lotus. Neue Lobby. Ähnliche Einstellung, glaube ich. Hoffe ich zumindest, dass die Fahrer hier auch einigermaßen okay sind. Übrigens finde ich sehr schade, dass man keine Wiederholung speichern kann. Also die eine oder andere Wiederholung hätte ich dann doch gerne gesehen. Oder ich bin zu blöd und finde die Funktion nicht, wie man online Wiederholungen speichern kann. Jetzt warten wir erstmal auf Spieler und dann geht es auf eine Quali-Runde. Ich weiß nur leider nicht, welche Strecke es ist. Kenne ich nicht. Also mal kurz die Streckeninfo. Die Strecke, die ca. 6 Kilometer nördlich der spanischen Stadt Jerez de la Frontera liegt, wurde im Jahr 1985 eröffnet. Im April 1986 fand dort das erste Formel 1 Rennen statt. Zwar wurde seit 1997 kein Formel 1 Rennen mehr dort gefahren. Für die Tests vor der Saison wird die Strecke jedoch weiterhin parallel zum Circuit de Catalunya genutzt. Gut, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der ihn nicht kennt. Und oha, das sieht schon mal sehr krass aus. Rechts steil hoch. Wo ist meine Linie? Sag bloß, Linie ist hier verboten in der Lobby. Fuck. In der Lobby ist Linie verboten. Das ist natürlich krass. Finde ich dann aber blöd, dass die andere Sachen erlauben und Fahrlinie nicht. Also umgekehrt. Naja, mache ich eigentlich in den GT5-Linien auch so. Aber in GT5 mache ich das so, weil man in normalen Autos Fahrlinien nicht aktivieren kann, aber TKS zum Beispiel, ja. Wenn ich im Golf fahre, kann ich TKS aktivieren. Hier könnte ich TKS auch nicht aktivieren.
Die ist ja schließlich verboten. Oha. Wie sie alle ihre Fahrzeuge irgendwann zerstören, aber ich rette ihn wenigstens immer wieder. Meinen schicken Lotus. Aber ohne Fahrlinie rechne ich mir überhaupt keine Chancen aus, hier irgendwie einigermaßen gut rumzukommen. So schnell kann man sich eine Strecke nicht merken, also zumindest ich nicht, wenn man ein fotografisches Gedächtnis hat, vielleicht. So, jetzt geht's auf Startziel. Neun beste Zeit, gut. Tja, was soll ich da groß machen? Zwölf Leute fahren mit, ich starte von neun, immerhin. Nicht ganz hinten. Fuck. Ich werde keine Chance haben. Toll, wie ich hier so rechts und links gucken kann, indem ich das Lenkrad drehe. Guck mal, rechts. Nach links. Wir fahren gleich raus. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Aber nicht bereit genug, um irgendwie besser zu werden. Los. Mann. Neunte Position. Hoffentlich sind da irgendwelche Luschen hinter mir. Die noch luschiger sind als ich. Wo steht mein Teamkollege? Ha, hinter mir. Gut. Okay, momentan geht noch gar nichts. Ich kann mein Lenkrad rechts und links bewegen, es bewegt sich nichts. Aha. Mein Start war ziemlich gut. Ja, ich habe natürlich mal wieder Glück. Ich meine, ganz unverdient war es nicht, ich habe schließlich auch jemand anderen gerammt. Aber der hat sich wenigstens nicht gedreht. Das war jetzt aber nicht meine Schuld, der ist ganz klar mir reingezogen und nicht ihm. Und nicht ich ihn. Ja, what the fuck, Mann?
Krass, ich habe mir nach vorne gearbeitet. Unglaublich. Du hast dich in die Punkteränge geschoben. Ja, das sage ich. Das war blöd. Das war blöd. Ist das gerade hell? Wow. Jetzt ist ein Rückstand auf den nächsten. Keine Ahnung, wenn ich einmal ganz gut durchkommen würde. Stehen da sogar Chancen, dass ich vielleicht da noch ranfahren kann. Na, bin ich angekommen? Oh ja. Oh nein. Ich würde gern noch ein bisschen mehr Gas geben, aber dafür muss ich mal eben kurz eine Hand vom Lenkrad nehmen, das ist nie gut. Nein. Wir geben jetzt erstmal ein bisschen Gas. Tolle Aktion, du hast einen Platz gut gemacht. Ja, tolle Aktion, irgendwer wurde disqualifiziert. Habe ich super gemacht. Nein. So blöd, Mann. Was ist da auf einmal los? Lenken, wie ich will, es passiert nichts. Was ist da los mit meinem Reifen?
komm schon. Fahr um die Kurve. Schade. Nicht so gut.